Wir schlagen mal auf heute Morgen zum Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, Bergpredigt. Da lesen wir gleich einen Vers. Und zwar heißt meine Botschaft heute Morgen, der gute und der böse Blick. Hast du schon mal vom bösen Blick gehört? Na, im Mittelalter vor allem, da wenn jemanden schief angeschaut hast, dann hat er sich verhext gefühlt. Und dann hast du Schwierigkeiten gehabt. Vor allem, wenn der auch noch irgendwie was zu sagen hatte, der Typi, dann konntest du denunziert werden. Und dann wurdest du exorziert, beziehungsweise aus der Stadt verwiesen und so. Von diesem bösen Blick, von der magischen Technik rede ich heute Morgen nicht, okay? Logo, was wollen wir mit so einem Quatsch? Sondern ich habe mir gedacht, nenne ich mal Botschaft der böse Blick, dann klingt es besonders interessant. Aber ich habe mir gedacht, wir nennen das noch anders, wir nennen es der gute und der böse Blick. Es gibt nämlich einen guten Blick und einen bösen. Und jetzt lesen wir mal ganz kurz, was Matthäus sagt, in Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, wenn die Fensterscheibe geputzt ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Dann ist dein ganzes Zimmer voller Licht. Wenn aber dein Auge böse ist, und jetzt macht Jesus hier einen, jetzt geht er vom Natürlichen, klar ist ja eigentlich ein Ausdruck aus dem Natürlichen, rüber ins Geistliche, wenn aber dein Auge böse ist. Böse und klar ist nicht der natürliche Unterschied. Oder das sind nicht natürliche Gegenteile, Gegensätze, stimmt das? Wenn du an klar denkst, was ist das Gegenteil? Unklar oder schmutzig. Na, was ist das Gegenteil von böse? Gut. Also gut. Wir merken also, Jesus spricht hier nicht von eigentlichen buchstäblichen Augen und er redet auch nicht von Fenstern, ob die geputzt sind oder nicht, sondern er spricht von einem inneren Zustand. Okay? Wenn dein Auge also klar ist, dann meint er da deine Blickweise, deine Blickrichtung, deine Sichtweisen. So wird dein ganzer Leib, das heißt dein ganzes Leben Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn deine Fensterscheibe schmutzig ist, weil vielleicht der Bauer im Herbst vorbeigefahren ist mit seinen großen Traktorreifen, es hat geregnet, ja, und der ist besonders schnell gefahren und wow, hat also eine Fontäne aus Dreck an deinem Fenster, das sowieso nicht so groß ist, hingehauen, ja, dann siehst du nichts mehr. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Von was spricht Jesus hier? Jesus spricht hier von folgendem Sachverhalt. Jeder Mensch hat einen grundsätzlichen Blick auf die Welt. Und diese Sicht auf die Welt, dieser Blick auf die Welt ist entweder hilfreich oder er ist nicht hilfreich für dein Leben. Ja? Wichtig, dass wir das erkennen. Denn jeder Mensch eignet sich durch eine Vielzahl unbewusster Entscheidungen eine Sicht der Welt an. Das merkst du überhaupt nicht. Du merkst, du legst dir eine Weltsicht zu, ohne dass du das bewusst vollziehst. Du sagst nicht eines Tages, schau, naja, ich muss bei der Sache bleiben, sonst gehen wir die Zeit durch. Okay. Ich sag mal so, Sehen ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Schau, du siehst hier eine Million Dinge, aber du siehst sie nur peripher am Rand. Was du jetzt anschaust, das bin hoffentlich ich, nicht dein Telefon, ja. Nicht die Frau, die neben dir sitzt, sondern der Preacher. Sag mal jemand Amen. Bei manchen, bei denen rotiert es ein wenig. Einmal sehen sie mich, einmal nicht, einmal sehen sie mich, einmal nicht. Weil sie nämlich fächern, ja, winzig zu fächern. Aber ist okay, es ist ja wichtig. Wichtig ist ja nicht, wie ich ausschaue hier, sondern was ich sage. Okay, Sehen ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Du nimmst nur selektiv wahr. Genau genommen zielt dein Auge ständig. Du fokussierst dein Auge auf eine Sache und alles andere tritt in den Hintergrund. Ja, und jetzt hast du dich innerlich so trainiert, dass deine Seele automatisch auf bestimmte Dinge sich konzentriert und andere vollkommen ausblendet. Ein wichtiger Sachverhalt, meine Damen und Herren. Denn wenn du nämlich etwas lang genug denkst, wenn du etwas lang genug in deinem Kopf durchkaust, wird es ein Teil deines Lebens, ein Teil deiner Sichtweise. Und deine Sichtweise, ob die eine Sichtweise des Glaubens ist oder eine Sichtweise des Unglaubens, macht den ganzen Unterschied in deinem Leben. Wenn du heute beschließt, in eine bestimmte Richtung zu denken,
jeden Tag ein wenig in eine bestimmte Richtung denkst, ist in einem, in zwei, in drei Jahren dein Leben ein vollkommen anderes. Und wenn du jetzt unzufrieden bist mit deinem Leben, wie es jetzt ist, dann bist du heute Morgen richtig. Denn ich gebe dir einen Bauplan. Aber zunächst mal Folgendes. Ich habe das heute Morgen nochmal auf YouTube angeschaut. Ich habe von einem Psychologen gehört, schon vor langer Zeit, der ein Experiment gemacht hat. Eben auch über Konzentration, über kognitive Psychologie. Das heißt, Kognitives sind Dinge, die du erkennst oder die du merkst. Und da gibt es dann auch Dinge, die du nicht merkst. Und er hat jetzt ein Experiment gemacht. Der hat drei Studenten hergenommen, die weiß angezogen waren, und drei Studenten, die schwarz angezogen waren. Denen hat er einen Ball gegeben. Und dann sollten die Beobachter zählen, wie oft das weiße Team den Ball hin und her spielt. So hin und her wirft oder hin und her dopst, wie man das halt macht beim Basketball. Die Kamera war statisch und es ist nur ein kleines Blickfeld gewesen. Und das Spielfeld war also übersichtlich. Man muss da nicht hin und her schauen wie beim Fußballfeld oder so. Ja, von einem Ende zum anderen, sondern das war alles im engsten Raum. Und dann hat er dieses Experiment mit seinen Leuten also gemacht. Er hat den Zuschauern gesagt, zählt, wie oft das weiße Team den Ball hin und her gibt, wie gesagt. Und die Leute haben das also gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zum Schluss war die Frage, wie oft haben die den Ball hin und her gegeben? 15 Mal, stimmt. Zweite Frage, haben sie den Gorilla bemerkt, der aufs Spielfeld kam und wieder ging? Die Hälfte von den Leuten, die da gezählt haben, die haben den Gorilla nicht mitgekriegt. Die haben den Film noch einmal ablaufen lassen. Und tatsächlich, da kommt ein Gorilla ins Bild hineingelaufen, ja, trommelt sich auf die Brust und läuft wieder weiter. Leute, die Hälfte der Leute hat es nicht gesehen, dass da ein Gorilla war. Welcher Gorilla? Gorilla? Ich habe mir gedacht, muss ich mir mal anschauen im Internet. Habe ich mir angeschaut, musste lachen. Aber ich wusste es natürlich, also habe ich den Gorilla gesehen, überhaupt kein Thema. Dann habe ich gesehen, dass da nochmal eine neuere Version gibt. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie was geändert. Ich habe die neuere Version abgespielt. Ja? Und der Psychologe sagt da zur Einleitung, wie gesagt, ja, hier haben wir ein Team von drei Personen weiß, drei Personen schwarz, alles Mädels diesmal. Zählen Sie, wie oft der Ball hin und her gegeben wird. Ja, und du weißt ja, Gorilla, ich muss auf den Gorilla aufpassen. Ich zähle also, ich weiß jetzt schon, das sind 15 Mal. Und ich schaue mal, wenn der Gorilla kommt. Und du wartest also und tatsächlich, da kommt wieder der Gorilla. Und hinterher die Frage, haben Sie den Gorilla gesehen? Wie oft wurde der Ball hin und her gegeben? 16 Mal. Nicht 15, 16. Haben Sie den Gorilla gesehen? Und ich sage, ja, natürlich, freilich, überhaupt kein Thema. Habe ich ja gewusst, ja. Und dann die nächste Frage war, haben Sie auch gemerkt, dass einer der Spieler des schwarzen Teams das Spielfeld verlassen hat? Ich habe gedacht, nö. Das war noch nicht alles. Das nächste ist, haben Sie gemerkt, dass sich die Farbe des Vorhangs, vor dem die gespielt haben, ja, verändert hat? Ich habe mir gedacht, wie bitte? Und dann, wir schauen uns das Video noch einmal an. Und dann hat er das nochmal ablaufen lassen und du siehst tatsächlich, wenn ich also auf den Gorilla schaue, Gorilla trommelt auf die Brust und alles, ich habe ihn gesehen, ja. In genau im selben Moment ändert sich die Vorhangfarbe von rot auf golden. Und ein Teammitglied des schwarzen Teams geht weg. Und dann hat der Sprecher gemeint, dieser David Simons, so heißt er, Wenn man sich auf Gorillas konzentriert, kann es sein, dass man andere wichtige Dinge nicht mehr bemerkt. Andere wichtige Veränderungen nicht mitbekommt. Ich habe mir gedacht, er hat mich dran gekriegt. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, wenn du auf eine Sache schaust, ja, und total fixiert bist, vielleicht von einer Sorge, irgendeiner wegen der Krankheit oder wegen mir einer Schwierigkeit auf der Arbeit. Ja? Und du schaust, wie das da also hin und her geht und hin und her geht und du zählst die ganzen Probleme, die das alles mit sich bringt. Dann siehst du möglicherweise Jesus nicht, der ins Spielfeld kommt, dir zuwinkt, ja, und wieder weitergeht, weil du nicht reagierst. Also Jesus ist natürlich kein Gorilla, das ist schon klar, aber ihr wisst, was ich meine. Du bist so fixiert auf eine Sache, dass du die Lösung, die im Bild steht, nicht siehst. Wow. Also,
Versteht ihr? Ich habe ja gewusst, der Gorilla kommt, aber ich habe nicht gemerkt, dass sich der Vorhang, die Vorhangfarbe ändert. Und es ist dramatisch, es ist deutlich. Ihr könnt es selber mal anschauen. Das Video heißt The Monkey Business Illusion. Okay? Monkey Business, das ist Kasperei. Die Kasperei-Illusion, Monkey Business, ist jetzt egal, weil da ein Affe drin vorkommt. Aber ich habe mir gedacht, das ist wirklich interessant. Man übersieht Dinge, weil man sich auf eine Sache konzentriert. Jetzt ist es also von entscheidender Wichtigkeit, dass du dich auf die richtige Sache konzentrierst. Du bist nur in der Lage, dich auf eine Sache zu konzentrieren, nicht auf viele. Du musst dich zu einem Zeitpunkt auf eine Sache konzentrieren. Du bist nicht das Betriebssystem Windows, das Multitasking kann. Manchmal kommt es mir so vor, als ob das Programm auch nur eine Sache auf einmal könnte. Ja. Aber es gibt Fenster und kann man verschiedene Aufgaben ablaufen lassen in diesen Dingen. Also Virensuche, während du gleichzeitig was schreibst oder so, ohne dass das Programm sich aufhängt. Ist schon passiert, was will man sagen? Okay, Jesus sagt jetzt also, auf was du deinen Blick richtest, gibt entweder deinem Leben Licht, wenn dein Auge klar ist, oder wenn dein Auge böse ist, wenn du aufs Falsche schaust, eine bestimmte verkehrte innere Motivation mit dir herumträgst, dann geht das Licht in dir aus. Und wenn dein ganzer Leib finster ist, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Also dein Blickwinkel, deine Sicht auf die Welt, ja, die entscheidet deine Lebensqualität ganz, ganz entscheidend mit. Darf man nicht übersehen, darf man nicht vergessen. Und ich habe es letzte Woche schon erwähnt, wenn du ein Mikrofon von Lautsprecher hältst, was passiert dann? Die Töne, die das Mikrofon aus der Peripherie aufnimmt, die werden verstärkt. Das verstärkte Signal kommt über den Lautsprecher, das Mikrofon nimmt das Verstärkte wieder auf. Das steigert sich so schnell hoch, dass zum Schluss du nur noch ein Quietschen und ein Pfeifen im Ohr hast. Feedback nennt man das. Rückkopplung. Und es gibt die Situation, dass in deinem Kopf Rückkopplungen stattfinden, die so stark sind, dass zum Schluss in deinem Kopf auch nur noch pfeift und quietscht. Der Herr möchte das nicht. Der Herr möchte nicht, dass du in eine Spirale, eine Denkspirale nach unten gelangst, ja, und immer weiter runtergezogen wirst, hineingezogen wirst in Depressionen und zum Schluss nicht mehr rauskommst, dringend Hilfe brauchst, sondern er möchte, dass du in eine Segensspirale hinaufgezogen wirst, bis du zum Schluss, der Himmel ist das Limit, bis du zum Schluss entrückt wirst. Du sagst, naja, das gibt es doch gar nicht. Ja, das gibt es schon. Schau, im Alten Testament, im 1. Mose, Kapitel 5, muss man schnell schauen, da ist die Rede, oder Kapitel 4 ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig, da ist die Rede von Henoch. Und Henoch heißt da ganz lapidar, Henoch ging mit Gott. Das griechische Wort ist peripateo, das heißt ging beständig mit Gott, das ist auch die Bedeutung im Hebräischen, ging beständig mit Gott. Der hat morgens gefragt, Herr, was willst du? Gott hat sie mitgeteilt und er hat es getan. Das hat zu so einer Situation geführt, dass Henoch so sehr mit Gott gegangen ist und so sehr auf Gott einging, dass Gott auf ihn einging und er auf ihn und so. Die sind so sehr zusammengewachsen, dass es zum Schluss tatsächlich heißt, und Gott entrückte ihn zu sich. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, wie ist das wohl zugegangen? Was hat er wohl gemacht? Dann habe ich festgestellt, es gibt im Alten Testament noch einen, im 2. Könige, ganz am Anfang, noch einen Mann Gottes, der entrückt wurde, nämlich Elia. Na, da war ein Begleiter mit dabei, Elisa, und der hat uns überliefert, was da passiert ist. Und du kannst sehen, dass Elia morgens aufgewacht ist, wusste, was er tun sollte. Er sollte, was weiß ich, nach Jericho gehen oder nach Bethel oder sonst wohin. Und er hat es getan, einfach das, was richtig ist, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und zum Schluss hat er dann gesagt, so, und jetzt ist es soweit, jetzt werde ich entrückt. Und es ist dann auch passiert. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber das ist eine hochinteressante Sache. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gehorsam Gott gegenüber in kleinen Dingen führt zum Gehorsam Gott gegenüber in großen Dingen, führt zum Schluss zu einem dermaßen gewaltigen Segen, dass alle anderen sich denken, was ist denn da los? Anfangen tut es im Kleinen. Gut. Okay, also Rückkopplungsschleifen. Wir sind noch einmal ganz kurz da. Im Matthäus Kapitel 13 sagt Jesus in Vers 12, wer hat, dem wird gegeben werden und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er genommen hat,
was er hat, genommen werden. Ich saß neulich in meinem Büro und habe meine 3 Gitarren angeschaut. Eigentlich sind es 4, mit der Ukulele sind es 5. Ich habe mir gedacht, du kannst eigentlich nur eine spielen und du bist im Moment eigentlich nicht so am Spielen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Im Moment habe ich wieder was anderes. Sache, mit der ich mich beschäftige. Ich habe mir gedacht, Mensch, diese guten Gitarren, die klingen gut, sind super. Ich meine, ich habe da ja 30 Jahre drauf gespart, auf manche dieser Teile. Ja. Sie sind halt so gut. Ich habe mir gedacht, pff, was will ich damit? Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Verkaufen will ich das auch nicht, weil vielleicht packt sich doch wieder mal die Gitarren, das Gitarrenfieber und dann drehst du wieder auf und spielst wieder daheim. Ja. Ich habe mir gedacht, hey, der Jürgen hier, der hat ein Studio. Der spielt dauernd zu Musik. Der kann bestimmt nur Gitarre brauchen oder vielleicht 2. Ja. Und dann habe ich einen Verstärker, der auch was Besonderes ist. Ja. Ich habe mir gedacht, hey, der steht bei mir nur rum, der wird viel zu wenig gespielt. Na, diese paar Sekunden da, habe ich den auch noch eingepackt, habe es ihm gegeben und jetzt steht es bei ihm rum, das Zeugs. Ich vermute mal, dass es ab und zu spielt und mal ausprobiert und so weiter. Na, das bringt ja einfach schon mit sich, das bringt die Sache schon mit sich, weil der ein Studio hat. Da brauchst du verschiedene Töne und wenn dann meine Gitarren da auch noch da sind, dann geben die auch noch verschiedene Töne, richtig gute. Ich habe eine Gitarre von Andreas Herrmann gekauft. Das sind eigentlich super teure Tonabnehmer mit einer Gitarre drumherum. Ja. Soll jetzt der Jürgen damit experimentieren. Und so hat er die jetzt also. Ich habe noch eine, so eine alte Schrammelgitarre, meine Lieblingsgitarre. Die steht noch bei mir daheim, die gebe ich jetzt nicht her. Ja, brauchst du gar keine Hoffnungen machen. Ja. Und die klampfe ich dann jetzt halt so, wenn es mich packt. Ja. Am Tag ein paar Mal, aber was soll's. Was ich sagen will, ist das, ich habe die Dinger nicht gebraucht. Er beschäftigt sich ständig mit diesen Dingen. Er hat einen Bedarf. Also habe ich, der ich keinen Bedarf habe, aber dieses Zeugs hier rumstehen habe, ihm übergeben. Hier ist das passiert, was Jesus gesagt hat. Ich lese es euch nochmal vor. Ich sage es euch noch einmal. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und der Jürgen, der hat ja schon eine Handvoll Gitarren und Bassgitarren und Verstärker und alles Mögliche. Stimmt? Ich meine, viel mehr als ich. Und ein Mischpult, einen halben Kilometer lang, du brauchst praktisch ein Fernglas, um den am anderen Ende die Schieberegler betätigen zu sehen. Ja, und lauter so Zeugs. Na, also wer hat, dem wird gegeben und wird überreichlich gewährt werden. Was ich sagen will ist, wenn du was oft genug im Kopf wiederkäust, dann bestimmt es zum Schluss dein Leben. Es ist eine Sache, die dürfst du nicht vergessen. Wenn du Sorgen hast, da gibt es eine geistliche Kraft, die sagt, hey, super, wir haben hier eine Person, die in der Lage ist, sich massiv zu sorgen. Ich denke mal, da bringe ich jetzt noch ein paar Sorgen. Und zum Schluss hast du so viele Sorgen, Kleinigkeiten oft, lächerliche Kleinigkeiten, dass du zum Schluss nicht mehr den blauen Himmel siehst, ja, der über dir sich wölbt. Das ist echt bedauerlich. Also, noch einmal, was du siehst, beeinflusst deine Lebensqualität. Ganz entscheidend. Es gibt, ich sag's mal so, du eignest dir durch eine Vielzahl unbewusster Entscheidungen eine Sichtweise an. Das ist so, wie wenn dir eine Linse eingepflanzt werden würde. Jetzt blickst du alles durch diese Linse durch an. Es gibt Leute, die haben eine sogenannte rosa-rote Brille auf. Ja? Andere sehen ständig rot. Andere sehen ständig schwarz. Ja, kommt auf die Linse an, die du dir eingebaut hast durch eine Vielzahl unbewusster Entscheidungen. Hör mal, du als Christ hier, du brauchst auch eine Grundsatzentscheidung. Du musst dich, also nachdem du dich sowieso jetzt schon mal für Jesus entschieden hast, na, wer hat sich bei uns hier für Jesus entschieden? Ganz, ganz wichtig. In dem Moment wurde dir eine neue Linse eingepflanzt. Zumindest versucht der Herr das. Die Linse, durch die du die Welt anschaust, ist folgende. Römer Kapitel 8, Vers 28. Alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du Gott liebst und wenn du Jesus angenommen hast, dann liebst du Gott. Ja, dann kannst du jetzt nicht sagen, oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn er hat dich nicht verlassen. Sondern du musst sagen, auch das wird mir zum Segen gereichen. Paulus haben sie Steine nachgeworfen und was sagt er? Ich ziehe alle Zeit im Triumphzug umher.
Ich bin jetzt vielleicht unter Wasser, aber ich kann nicht anders. Ich muss wieder wie ein fliegender Fisch, ja, wie eine Rakete, aus dem Wasser rauskommen, aus der Trübsal, und dann fliege ich wieder hinein in den Sonnenschein. Das ist deine Sicht der Dinge. Ganz, ganz wichtig. Na, mein Gott begegnet all meiner Not gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er ist der Gott, der mich heilt. Er ist derjenige, der mich nicht hängen lässt. Er ist derjenige, der nicht rastet und nicht ruht, bis ich meinen Segen empfangen habe. Leute, das ist eine Sicht der Dinge, die du dir aneignen musst, antrainieren musst. Wenn du das nicht tust, dann wirst du ein durchschnittliches Leben erleben. Du wirst gesegnet sein, natürlich. Jedes christliche Leben ist mit einem Mindestmaß an Segen ausgestattet. Zum Glück. Und wenn du stirbst, ja, dann gehst du in den Himmel. Aber der Herr möchte, dass du auch hier ordentlich, beeindruckend, Reich Gottes in deinem Leben hast, Segen in deinem Leben hast. Ja, das ist absolut richtig, absolut wichtig. Schau. Gib uns ein paar Beispiele. Im Johannes-Evangelium Kapitel 8, da ist die Rede von einer Ehebrecherin, die man in der frischen Tat ertappt hat. Man hat sie gepackt, an den Haaren herbeigezogen, vielleicht hat man ihr noch was angezogen, hoffe ich, ja. Und dann hat man sie vor Jesus in den Tempel gebracht, hat sie hingeworfen, hat gesagt, Mose sagt, wir sollen sie steinigen, wir haben sie im Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Was sagst du? Und Jesus setzt sich hin und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Lass mich jetzt mal auf diese Frau eingehen, bevor ich sage, was Jesus sagt. Schau, diese Frau ist nicht aufgewacht eines Tages und hat sich gesagt, ach, heute juckt es mich, heute begehe ich mal ordentlich Ehebruch. Und macht das auch noch so, dass wirklich jeder darüber Bescheid weiß. Hat die garantiert nicht gemacht, garantiert nicht. Wahrscheinlich war es so, dass ihr Mann fortgefahren ist und ihr zu wenig Geld daheim gelassen hat, vielleicht außerdem. Und jetzt begrüßt sie morgen für morgen den netten Nachbar, ja, der vielleicht ein Witwer ist jetzt. Damals haben die Menschen nicht alle lang gelebt. Und eines Tages ist es dann so, dass der Blick ein wenig länger aufeinander verweilt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dann fangen die Zahnräder an, klicke zu rotieren. Und sie denkt sich, Mensch, mein Mann, dieser Schuft, ja, der hat den Geldbeutel mitgenommen und ich habe jetzt so wenig Geld hier und muss damit zurechtkommen. Und er sagt, er ist einen ganzen Monat weg, weil er wieder mit der Karawane unterwegs ist. Damals gab es noch keine Flieger. Na, und der nette Nachbar, der denkt sich, Mensch, ich denke, ich gehe mal rüber zur Nachbarin und hack für die das Holz. Einfach nur aus netter Nachbarschaftsgefälligkeit, ja. Und dann unterhalten sie sich über den Zaun hinweg ein wenig und dann stellen sie fest, Mensch, es ist ja schon dunkel, und dann gehen sie heim, weil sie denken sich, hoffentlich hat uns keiner gesehen, das ist ja furchtbar, was wir hier machen, Mensch, wir kommen ja ins Gerede, das ist ja ganz schrecklich. Ja, und so geht es, einen Tag, eine Woche, und irgendwann kommt es dann drauf, ja, mein Mann, der hat mir zu wenig Geld daheim gelassen, wirklich blöd, und der Nachbar sagt, also gut, kein Problem, ich habe da eins, ja. Und er leiht ihr Geld, versteht er? Und dann stellt sich raus, der Mann, der bleibt noch länger weg und sie hat erst recht kein Geld mehr. Und zum Schluss ist es dann so, dass er länger bis in die Nacht hinein am Zaun stehen und es ist gar nicht mehr so wichtig. Und irgendwann, versteht er, passiert dann, was passieren muss. Und am Anfang steht diese Frau auf und sagt sich, du meine Güte, was habe ich nur gemacht, bin ich verrückt. Und sie rennt in den Tempel, wir sind in Jerusalem, sie rennt in den Tempel, in den Vorhof der Frauen, ja, und wirft sich dort nieder, weint heiße Tränen und tut Buße. Und ist so innerlich zerbrochen, ja. Und dann geht sie wieder heim und der Nachbar, dem geht es ja auch schlecht, ja, der war im Vorhof der Männer und hat dort Buße getan. Aber der Mann ist weg und er hat keine Frau und alt sind sie auch nicht unbedingt, obwohl, ja, ist es heute kein Kriterium mehr. Schaut nicht so. Egal. Na und, aber zum Schluss ist es dann so, dass es doch wieder passiert. Und dann doch wieder und doch wieder. Und zum Schluss sind sie unachtsam. Und zum Schluss weiß es die ganze Nachbarschaft. Und zum Schluss weiß es ganz Jerusalem. Und zum Schluss wissen sogar die Schriftgelehrten im Tempel, wann die Sache läuft. Und sie können hingehen zu dieser Frau und können sie auf frischer Tat ertappen. Du ertappst jemanden nicht auf frische Tat, wenn du nicht genau Bescheid weißt über das, was die gerade tun, über deren Tagesablauf. Ja, und es war wohl noch früh am Morgen oder wie auch immer. So, was ich sagen will ist, die Frau hat sich nicht wirklich ernsthaft getrennt von dieser Sache und dieser Mann auch nicht. Und zum Schluss sind sie öffentlich in Schande geraten und ihr Leben war zunächst einmal ruiniert. Und dann sagt Jesus, wer von euch
ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, was sein kann? Dass diese Frau gemerkt hat, andere Männer sind auch gebefreudig, wenn sie mitteilungsfreudig ist. Ja, und es kann gut sein, dass ein Haufen von den Leuten, die sie zum Schluss angeklagt haben, dass die in Wirklichkeit scheinheilig waren, dass es Heuchler waren, dass die sie alle auch besucht haben und sie jetzt halt in der Öffentlichkeit steht und sie eigentlich mit dem Finger deuten könnte, denn einer nach dem anderen geht. Warum sind die einfach so gegangen? Normalerweise, wenn jemand vor Selbstgerechtigkeit nur so glüht, versteht er, dann kann man das dem nicht ausreden. Wenn aber jemand sich plötzlich getroffen fühlt, weil er nämlich genau an dieselben Sünde mit derselben Person teilgenommen hat, ändert sich alles. Sie sind also gegangen, alle Ankläger, bis Jesus allein war. Frau, wo sind deine Ankläger? Keine Ahnung, Herr, die sind weg. Dann verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Vor vielen, vielen Jahren, 10, 15 Jahren, kam eine Frau zu mir, ja, hat sich intensiv mit mir unterhalten. Hat gesagt, ja, aber Jesus hat auch zur Ehebrecherin gesagt, das ist okay, ich vergebe dir. Ich habe gesagt, wie kommst du auf diesen Unsinn? Naja, also mein Liebhaber, ja, nicht mein Ehemann, mein Liebhaber, der hat mir mitgeteilt, der hat mich, nachdem ich jetzt auf den religiösen Trichter kam, hat er mir mitgeteilt. Lies mal Johannes Kapitel 8. Jesus hat der Ehebrecherin vergeben. Ich habe zu ihr gesagt, hallo, guten Tag. Lies mal, was da noch steht. Geh hin und sündige nicht mehr. Also deren Ehe hat diese Sache nicht überlebt seiner Zeit. Ihr kennt diese Leute auch nicht, ja. Auch egal. Aber mein Punkt ist der, wenn man sich zu sehr mit einer Sache beschäftigt im Kopf, ja, wenn man sich zu sehr auf eine Sache konzentriert, dann ist es zum Schluss so, dass es gewaltige Auswirkungen auf dein Leben hat. Das funktioniert im Guten, es funktioniert im Schlechten. Zum Beispiel hat sich seinerzeit, wenn ich jetzt gerade bei den schlechten Beispielen bin, der König Saul vollkommen geirrt in seinem besten Mitarbeiter. David war der beste Mitarbeiter Sauls, ein Mann des Glaubens, ja. Aber er hat gemerkt, wie überlegen David in allen Dingen ist, in der Fähigkeit zu administrieren, in der Fähigkeit als General und so weiter, in der Beliebtheit im Volk. Ja, wenn er mal von einem Feldzug zurückkam und das Land verteidigt hat, haben die Frauen gesungen, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Saul war stocksauer. Ihm haben sie 10.000 gegeben, mir nur 1.000. Es fehlt ihm nur noch die Krone. Und dann wollte er ihn beseitigen, dadurch, dass er ihm besonders schwere Aufgaben gegeben hat. Ja. Was, du willst meine Tochter heiraten, kannst du haben. Ja. Töte mir 100 Philister dafür. 100 Philister, ja, als Einzelkämpfer umliegen, ist schwierig, weil Philister auch sehr kriegerisch waren. Es waren also ganz andere Zeiten als heutzutage. David sagt, ey, der Herr ist mit mir, kein Problem. Und er tötet 200 Philister. Und dem Saul, dem graust, ja, und er sagt, oh meine Güte. Und er erkennt, der Herr ist mit ihm. Und da heißt es dann im 1. Samuel 18, der Herr, Saul wurde für immer Davids Feind. Für immer, sag mal für immer. Egal, was David gemacht hat, es war alles falsch. Alles falsch, immer falsch. Warum? Er hat eine Linse eingepflanzt bekommen, eine Linse des Neides und der Missgunst und des Unglaubens. Unser Saul hier. Und dann konnte David nichts mehr richtig machen. Ja? Er hat versucht, ihn an die Wand zu spießen. Er hat versucht, alles Mögliche mit ihm zu machen, bis David sich dann verstecken musste. Als er das getan hat, hat Saul gebrüllt, seht ihr, der versteckt sich im Wald. Und wisst ihr warum? Weil er meinen Thron haben wollte und weil ich mich verteidigt habe. Er ist einer, der abtrünnig ist, weil wenn er nicht abtrünnig wäre, dann wäre er bei mir am Tisch. So quasi, also versteht er, Tautologien, Zirkelschlüsse und so weiter. Und zum Schluss hat Saul als seine Lebensaufgabe ja, empfunden, er muss den David töten. Hat ihn jahrelang über Stock und Stein gejagt. Leute, hallo. Gott macht dich zu einem König und du machst dich zum Schluss zu einem Verfolger deines besten Mitarbeiters? Hirnrissig. Aber da seht ihr, was die Leute alles, auf was für Trichter die Menschen kommen. Bei dir ist es vielleicht ein wenig anders. Jetzt pass mal auf. Dein Trichter ist vielleicht, du empfindest, du kannst den Job deines Chefs besser machen als er. Dann träumst du davon, den Job deines Chefs zu haben. Dann bist du jetzt unzufrieden. Denn du hättest gerne die Arbeit deines Chefs, aber es gibt dir niemand diese Arbeit. Schau, dein Problem ist nicht, dass du nicht
den Job deines Chefs hast, sondern dass du den willst. Merkt ihr den Unterschied? Dein Wollen ist das Problem und nicht dein Sein. Also ich gebe zu, das ist jetzt nicht Kindergartenniveau hier, aber wir bleiben mal dabei. Ja? Das ist wichtig, dass du das erkennst. Pass auf, es kann auch sein, dass du irgendwann empfindest, ja, also ich kenne auch ganz interessante Sachen, eigentlich kenne einen Standesbeamten. Ja? Der hat mit mir seinerzeit Trainerschein gemacht. Der hat gemeint, Leute sind ganz interessant. Sie kommen, also sie lassen sich trauen und nach 14 Tagen kommen sie wieder und wollen das Ganze rückgängig machen, wollen quasi einen Umtausch einreichen. Und ich stehe dann da und sage, ja Leute, das können wir nicht machen. Wir sind hier nicht im Laden. Ja. Ihr könnt die Frau oder den Mann nicht einfach wieder austauschen oder einfach wieder stornieren. Ja. Ich storniere die Bestellung. Nö, das haut es nicht hin. Das ist ein Blutbund und das ist alles ein wenig anders. Also du hast einen Trauschein und es geht nicht mehr so leicht, da wieder daraus rauszukommen. Leute haben plötzlich das Empfinden, ich habe die falsche Person geheiratet. Wenn ich nur statt den schnellen Karl den flotten Otto geheiratet hätte. Ja, und dann denken sie an den flotten Otto, wie flott der ist und was für ein langweiliger Karl ist. Der ist überhaupt nicht flott, schnell. Ja, der schnelle Karl, so ein Quatsch, ich kenne ihn genau. Und so weiter. Und sie fantasieren sich da in eine Traumwelt hinein. Ihr Problem ist nicht, dass sie mit dem schnellen Karl verheiratet sind, sondern dass sie den flotten Otto wollen. Merkt ihr das? Das Problem ist das Wollen und nicht das Nicht-Haben. Denn wenn sie nämlich den anderen kennen würden, na, dann wäre das vielleicht alles andersrum und dann würden sie sagen, Mensch, jetzt habe ich den flotten Otto, hätte ich nur den schnellen Karl genommen. Es kommt darauf an, worauf du schaust. Denn auf diese Art und Weise machst du dich entweder langfristig unglücklich oder langfristig glücklich. Du musst also sagen, ja gut, ich werde den Job meines Chefs nicht bekommen oder ich bin halt jetzt mit dieser Person verheiratet. Und hör mal zu, so schlimm ist die nicht, so schlecht ist diese Person nicht und so unfähig ist auch dein Chef nicht. Ja, und so blöd sind auch deine Kinder nicht, dass du sie gern umtauschen würdest oder was auch immer. Ja. Ich habe nicht darum gebeten, dass ich geboren werde. Wenn du darum gebeten hättest, die Antwort wäre gewesen, nein. Okay, was kannst du da machen? Ich verstehe natürlich, dass da jetzt bestimmte Zwänge in deinem Kopf da sind. Du hast so lange über dieses Elend nachgedacht, dass dieses Elend ein Teil deiner Seele ist. Dass dieses Elend ein Teil deiner Biologie ist. Ja? Dass du diese Last einfach mit dir herumträgst. Da kommst du jetzt nicht schnell wieder draus heraus. Entweder der Herr tut ein Wunder an dir oder du musst schauen, wie du da herauskommst. Und oft ist es so, dass der Herr dich nicht sofort befreit. Oft macht er das sehr wohl, ja. Aber oft macht er es auch nicht aus einem einfachen Grund. Er will, dass du selber die Zügel deines Lebens und deines Denkens in die Hand nimmst und wachsen tust innerlich, wächst, eine stabile Person wirst, die in der Lage ist, ihre Gedanken in die richtige Richtung zu lenken beziehungsweise die richtige Sache zu fokussieren. Denn wie gesagt, du kannst ständig innerlich auf dein Problem schauen und dann lebst du mit Last oder du kannst auf den Herrn schauen und dann lebst du mit Freude. Und Jesus sagt, ich gebe euch meine Freude und meine Freude kann niemand von euch nehmen. Wenn du also empfindest, du hast zu wenig Freude in deinem Leben, dann ist es deswegen so, weil du aufs Falsche schaust. Als Petrus seinerzeit auf dem Wasser lief, hat er Wind und Wellen angeschaut und ist untergegangen. Dann hat er gebrüllt, Herr, rette mich. Und er hat wieder auf den Herrn geschaut. Was hat der Herr gemacht? Er hat gesagt, du Kleingläubig, und hat ihn wieder rausgezogen. Und der Herr hilft auch dir, wieder rauszukommen aus diesem Wasser, wieder aufzustehen. Denn es ist nämlich nicht nur so, ja, dass du dir Probleme machen kannst und immer mehr in Depression versinken kannst. Du kannst auch an Glauben zunehmen und in neue Dimensionen Gottes voranschreiten. Das kannst du auch. Denk doch an den David, diesen kleinen Buben. Der hat von Anfang an Gott geglaubt. Offensichtlich hat ihm seine Mama mitgeteilt, Gott liebt dich und du hast einen Bund mit Gott. Wir als Israeliten, wir haben einen Bund mit Gott, dem Allmächtigen. Sag mal mit mir, denke daran, was der Allmächtige kann. Der dich treulich geleitet. Schön, dieses altmodische Zeug. Übrigens, Paul Gerhardt, weil ich gerade dran denke, lass mich nicht vergessen, David, ja? Paul Gerhardt, ganz kurz. Paul Gerhardt, dieser beliebte protestantische Liederdichter, der hat in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt. Der Dreißigjährige Krieg war eine ganz üble Zeit. Es war ein schlimmer Krieg, ein Krieg, der sich 30 Jahre lang hingezogen hat, ja?
Und indem die Evangelischen gegen die Katholischen gekämpft haben, in Wirklichkeit ging es natürlich um Territorium und Macht, aber auch um den wahren Glauben, schon auch bei manchen. Und es hat dann verschiedene Länder angelockt, zum Beispiel den König, den Löwen aus Mitternacht, Karl Gustav, ja, der für die protestantische Seite gekämpft hat, Franzosen, französische Söldner, die aus Frankreich rüberkamen, für die Katholischen gekämpft hat. Und so ist Deutschland also hin und her zerrissen worden, Landstriche sind entvölkert worden, ja, an Bäumen, an denen du vorbeigekommen bist, hingen ganz seltsame Früchte dran. Tote Menschen, manche haben es verdient, manche nicht, dort zu hängen. Ja, also es war eine Zeit, in der du wirklich in Trübsal versinken konntest. In der Zeit hat Paul Gerhard gelebt. Und der hat diese ganzen Lieder mit Salomonis Seite gesungen und mit diesen anderen Dingen. Der hat einen Blick gehabt auf Gott. Und wenn du mal seine Biografie anschaust, der hat viele schlimme Dinge erlebt. Dennoch ist er der Psalmist der frühen Kirche gewesen, also der frühen protestantischen Kirche. Fand ich phänomenal. Ich hätte so Lust, das zu vertiefen, aber das ist jetzt nicht wichtig mehr. Ich sage euch dann, dass verschiedene Dinge waren anders. Also im 30-jährigen Krieg, in furchtbarer Not, ja, singt dieser Mann, oh, denke daran, was der Allmächtige kann, ja, der dich treulich geleitet und solche Sachen. Der hat den richtigen Blick gehabt. Der hat eine Salbung Gottes gehabt, die Leute hochzuheben in dieser schweren Zeit. Mei. Aber lass mich zurückkommen zu David. David hat also gewusst, ich bin ein Teil von Gottes Volk, ich habe einen Bund mit Gott, so wie der König habe auch ich einen Bund. Ja, nachher nachgeschaut, was dieser Bund alles ist. Lauter gute Dinge und die hat er auf sich bezogen. David ist aufgewachsen mit dem Bewusstsein, ich bin der Gesegnete des Herrn. Sag mal mit mir, ich bin der Gesegnete des Herrn. Jetzt sagst du das nochmal und machst ganz lässig so. Deutest mit dem Daumen auf dich. Du sagst, ich bin der Gesegnete des Herrn. Oh yeah. Ja, weil es so ist. Leute, das ist die Linse, die du dir einsetzen musst, wenn sie nicht schon da ist. Und David sieht also, ich bin der Gesegnete des Herrn. Gesegnet ist mein Einzug, gesegnet ist mein Auszug. Gesegnet bin ich in der Stadt und auf dem Land. Ich bin der Gesegnete des Herrn. Er ist der Hirte von einer kleinen Schar von wahrscheinlich Schafen, ja, Ziegen möglicherweise auch noch. Und es kommt ein Löwe an. Und er erlegt den Löwen, weil er weiß, Löwe, denke daran, was der Allmächtige kann. Ja. Geleitet. Und dann wumms, ist der Löwe schon da gelegen, weil er nämlich halt erlegt wurde von unserem David. Dann kam ein Bär an. Bären sind größer als Löwen normalerweise. Wenn ein Bär sich aufrichtet, dann kann es sein, dass du ehrfürchtig zu ihm aufblickst. David war da anders. Mit seiner Schleuder stand er da. Bär, denke daran, was der Allmächtige kann. Ja. Und hat den Stein fliegen lassen. Und was ist passiert? Löwe und Bär besiegt. Und dann sollte er mal Proviant hinausbringen zu seinen Brüdern, die gerade im Krieg waren, auf dem Felde beim König, im Krieg machen gegen die Philister. Und dann kamen also die Philister an, und beziehungsweise die Schlachtreihen standen sich gegenüber und haben sich gegenseitig angemacht, hey, ihr Schwächlinge, und die anderen, wir sind größer als ihr, und wie das halt hin und her ging. Und eines Tages, ja, oder beziehungsweise jeden Tag, kam dann über den Hügel drüber Goliath marschiert. Und als Goliath ankam und wie der Gorilla, ja, sich auf die Brust getrommelt hat, sind die Israeliten davon gelaufen. Und eines Tages kommt also unser David und sagt, ja, warum Leute, warum lauft ihr vor dem davon? Was ist denn da für eine Sache? Was ist denn da los? Wir haben einen Bund mit Gott. Und der Philister, das ist ein Unbeschnittener, der hat keinen Bund mit Gott. Der ist Toast für uns. Wir fressen den wie Brot. Saul sagt mit so und so vielen Worten jetzt, okay, leg los. Und David nimmt sich 5 Steine, weil der Goliath hatte 5 Brüder. Oder 6 Steine, hat noch 5 dabei gehabt, oder wie auch immer. Oder die waren zu 5, das ist jetzt auch wurscht. Und dann kommt Goliath und sagt, wer will gegen mich kämpfen? Und David läuft ihm entgegen, schwingt schon. O Goliath, denke daran, was der Allmächtige kann. Schuppau. Und was ist passiert? David ist zu Goliath hingegangen, hat das Schwert von Goliath genommen. Genau dieses Schwert, mit dem Goliath David aufspießen wollte. Was hat er damit gemacht?
Goliath einen Kopf kürzer. Also, dass es nicht gut ankam bei den Philistern, das war irgendwie klar. Aber dass es besonders gut ankam bei den Israeliten, das ist auch klar. Schau, der Mann ist zum Sieger geworden, weil er gesagt hat, ich bin der Gesegnete des Herrn. Zweitens, ich habe den Löwen erlegt, ich habe den Bären erlegt, drittens, ich habe Goliath erlegt. Ja, ich werde die Philister sind für mich kein Problem. Und zum Schluss war eine der größten Prüfungen für unseren David Saul. Saul konnte nämlich nicht erlegen. Wisst ihr warum? Weil Saul der Mann Gottes war. Da war die Aufgabe, ihm nichts zu tun, sondern ihn zu lassen. Davon zu laufen, war seine Aufgabe, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und wisst ihr was? David hat es kapiert. David hat es gemacht. Oft war es so, dass Saul in die Hand Davids geraten ist. Aber David hat ihn nie getötet, sondern hat ihn immer machen lassen. Und zum Schluss wurde er der König. Wenn du auch König sein willst, zumindest deines Lebens, ja, dann brauchst du diese Linse. Die denke daran, was der Allmächtige kann, Linse. Letztes Beispiel und dann bin ich fertig für heute Morgen. Petrus. Da sieht man, wie Petrus, man kann zuschauen, wie Petrus sich in die Höhe geschraubt hat, wie ein Adler, ja, im Aufwind Gottes. Wie ging es zu? Also die traurige Zeit des Petrus war, als er eingeschlafen ist im Garten, als Jesus ihn gebeten hat, betet mit mir. Petrus ratzt weg, er versagt völlig. Dann läuft er auch noch davon, als die Häscher kommen und Jesus gefangen nehmen. Er läuft davon, wie alle anderen auch. Und nicht nur das, er verleugnet Jesus sogar. Dreimal, nicht nur einmal, dreimal. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und es heißt, ja, als Jesus ihm dann über die Schulter anblickt, während Jesus abgeführt wird, ja, Petrus weint bitterlich. Er weinte bitterlich. Und er war 3 Tage lang und 3 Nächte lang traurig. Die 3 Tage und 3 Nächte, in denen Jesus in der Hölle war und für ihn gelitten hat. Dann ist aber Jesus von den Toten auferstanden. Und es heißt ausdrücklich, der Engel sagt zu den Leuten, zu den Frauen am Grab, sagt seinen Jüngern und Petrus, sagen wir mit mir und, Petrus, dass er ihnen nach Galiläa vorangeht und dort wird er ihnen erscheinen. Und Petrus hört, Jesus ist auferstanden und er hat sagen lassen, die Jünger und Petrus und ich, wir sollen nach Galiläa. Das kann ich tun. Er ist dem Wort Gottes, soweit er es versteht, gehorsam. Und er geht nach Galiläa. Ja, und dort haben sie nichts zu essen. Sie machen einen Fischzug in der Nacht. Am Morgen sehen sie, dass da jemand am Ufer sitzt. Habt ihr was gefangen? Nö. Werft euer Netz noch einmal aus, ja, auf der rechten Seite. Machen sie, fangen 153 Fische. Und Johannes sagt, es ist der Herr. Und Petrus sagt, der Herr, der auferstandene Christus sitzt da, der gesagt hat, ich soll zu ihm kommen. Und er legt sein Obergewand ab und er springt ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Und da steht er, der Auferstandene. Und die sprechen miteinander, machen einen gemeinsamen Spaziergang. Petrus, Simon, liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Und dann setzt Jesus ihn als einen Apostel ein, als einen Menschenfischer. Und jetzt lebt Petrus mit dem Bewusstsein, wir gehen jetzt einige Wochen vor, ja. Petrus lebt mit dem Bewusstsein, der Messias lebt. Gott hat mir vergeben. Er hat mich zu einem Apostel gemacht. Er hat mich zu einem Zeugen gemacht. Ich werde alt werden. Gott ist mit mir. Er hat mir eine phänomenale Aufgabe gegeben. Zeichen und Wunder werden meinen Pfad säumen. Ja, mit diesem Bewusstsein ist Petrus durch die Gegend gegangen. Das ist das, worauf er sich fokussiert hat. Ich bin der Mann Gottes mit mehr Power. Und es hat gestimmt. Er war wirklich im Namen des Herrn so unterwegs. Und was ist zum Schluss passiert? Pfingsten ist passiert, er hat gepredigt. Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Es hat ihm noch einmal einen Auftrieb gegeben. Dann predigt er am nächsten Tag noch einmal ein paar Tausend bekehren sich. Hat ihm noch einmal Aufwind gegeben. Ja, dann sind verschiedene Wunder passiert. Und zum Schluss war es tatsächlich so, ja, dass die Menschen den Pfad gesäumt haben, die Kranken, damit, wenn nur der Schatten von Petrus auf sie fallen wird, dann wussten sie, sind sie geheilt. Überlegt euch das mal. Das ist ein Mensch, ja, der vollkommen auf den Segen Christi, auf das Ja Gottes zu ihm fokussiert war. Finde ich beeindruckend. Also, ich meine, wir könnten das jetzt vertiefen, aber ich habe da jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Das Wichtigste habt ihr mitbekommen, seid so gut, nehmt es euch zu Herzen. Ja, der Herr ist mit dir, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Jesus noch nicht kennst, noch nicht bewusst in dein Leben eingeladen hast,
dann komm unbedingt nach dem Gottesdienst jetzt dann gleich zu mir und dann beten wir miteinander und dann lädst du Jesus in dein Leben ein und dann bist auch du gerettet und dann gilt es auch für dich, ja, dass Gott für dich ist, kein Mensch mehr gegen dich sein kann, dass du zum Schluss siegen musst, weil einfach der Sieg über den Christus bestimmt ist und du bist in diesem Christus. Ja, und dann gilt auch für dich dieses, denke daran, was der Allmächtige kann, der dich treulich geleitet. Halleluja. Amen.